Ja, da sind wir jetzt wieder live. Willkommen zurück an euch alle in Horizon Zero Dawn. Machen wir am besten mal eine kleine Zusammenfassung. Ist ja schon ein bisschen was her. Und zwar, zuletzt, nachdem wir zwar immer noch auf der Suche sind, nach den Mördern, die uns bei der Probung überrascht haben und vor allem die Rost scheinbar auf dem Gewissen haben, kamen wir in das neue Gebiet, wo wir zum einen General Sona getroffen haben und ihren Sohn Val. Den müssen wir noch helfen. Ich glaube, das ist hier im Norden. Und ebenfalls müssen wir diese Gebiete hier, die verdorbenen Zonen, säubern, damit die Kaja irgendwo hier so ein Tor öffnen, damit wir nach Meridian gehen können, wo wir dann weitere Hinweise erhoffen. Nicht wahr? Soweit zur Geschichte. Ich glaube, das wäre das alles. Mutterberg. Das heißt auf Englisch Mother Mountain. So, hier haben wir jedenfalls ein paar Subquests. Fangen wir jetzt erstmal heute mit Subquests-Nebenquests an. Vier, guten Tag. That brave. Sounds like he's suffering. Yes. It's only a matter of time before he passes on. Oh. I've seen people die before. But never in such pain. I want to be strong like you, but... Nothing I do comforts him. I don't even have any dream willow to ease his pain. There should be some in stashes along Brave Trails to the east, but... I must keep vigil for this man. I don't suppose you could check the stashes? Even a little dream willow would ease his pain. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall machen für den guten Mann. Sterbender Krieger, weißt du, wer ich bin? Ich meine, sie hat ja gesagt, nach dem Motto, ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Scheint sich, als ob wir so wirklich einen Ruf aufbauen mittlerweile. Bist du eine Heilerin? Fragen wir mal kurz. You said that you wanted to be strong, like me. I take it, you know who I am? I do. I know a lot of people didn't want you in the proving. But if you hadn't been there, everyone would have died. Shows how much we know. The very person we needed was someone the tribe never wanted. Haha, seht ihr mal. Jetzt erkannt. Borrow some of your courage now. For him. You don't need to borrow what you already have. I hope you're right. Ich frag mich, wie alt Aloy eigentlich jetzt ist. Ich tippe hier auf 16. Weil wir waren, glaube ich, 6 im Intro. War davon abgesehen von unserer Taufe. Aber... Wisst ihr, was ich meine? Nach dem Motto, dann war es, glaube ich, 10 Jahre später, bis die Erprobung kam, glaube ich. Tell me what you need again. Dream willow. An oil Traumweide. Made from the bark of water willows. That brings sleep and numbs pain. My supply is gone, but hunters keep it in stashes along brave trails, out of reach of beasts and machines. There should be some left in the stashes along trails to the east. Alles klar. Suchen I'll wir uns da mal nach. For dream willow if I get a chance. You will? Thank you. My only wish is to ease this poor man's suffering. Was? Schmach und Schmerzen? Okay, also die Quest haben wir die gerade aktiv sogar. Karte. Oh, da müssen wir aber... Waren wir hier überhaupt? Nora Jagdgebiet. Begib dich zum Nora Jagdgebiet. Da waren wir noch gar nicht in diesem Gebiet. Aber hier gibt es scheinbar auch ein Vorratslager. Das heißt, gehen wir erstmal dahin. Ja, scheint so, als ob der Kollege, also jedenfalls sprechen die so über den Kollegen, als ob der überhaupt nicht mehr leben wird. Das ist ein bisschen traurig. Jetzt geht es also darum, einfach da sicherzustellen, dass der nicht mehr leiden muss. Wie nennt man das nochmal? Triage? Nee, Triage war, glaube ich, die Entscheidung, wem man zuerst helfen muss, oder? Au. War das ein Wildschwein? Die laut. So, komm. Reite mal schnell. Der Mensch ist hat Schmerzen. Oh Mann, da sind die alle Viecher hier. Und der ist aggro. Schön, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt haben wir noch dieser eine Händler. Und da oben. Da muss ich aber von der anderen Seite scheinbar... Du wartest erstmal hier, Gaul. Wie nennen wir den eigentlich? Wie hieß nochmal der
Wie hieß nochmal der, das Pferd von Lucky Luke? Back to your business. Verdammt, wie komme ich da oben hoch? Weil ich muss ja erstmal da oben hoch. Und dann über da. Oder nicht? Oder komme ich von der anderen Seite hoch? Ich dachte, ich muss von der anderen Seite hoch. Oder komme ich. Wir haben den falschen Bogen. Soll ich den anderen aus... Nee, nee, nee. Ich habe beide jetzt mittlerweile ausgepackt. Guck doch mal. Hier. Der Kinderbogen ist nicht der einzige, den ich dabei habe. Ich finde das schon super, dass man... Ah, da jetzt sehe ich's. Lutz, das Pony. Ganz genau. Das war ja der von den Hobbits. Ah, da hinten. So, hoch da jetzt. Ja, ich nehme mal an. So. Sehr schön. So, komm schon. Und rüber jetzt. Okay, da sind die Vorräte. Da sind die Vorräte. Wer sammelt eigentlich die ganzen Vorräte? Wahrscheinlich kriegen wir irgendwann mal so eine Quest. Metallscherben? No dream, Willow. Just a few shards. Das ist aber nicht ausreichend für den guten Mann. Damit wird er immer noch Schmerzen erleiden. Einfach mal fallen lassen hier. Okay. Welchen Weg gehen wir da am besten? Die sagen beim Händler war. Lutz, lese im Moment der Herr der Ringe, die Trilogie. Ach, das ist aber super. Wie weit bist du? Bist du noch im ersten Buch, die Gefährten? So, überqueren wir mal hier. Jetzt kommt diese Nebenquest. Finde die Jagdgebiethüter. Habe ich aber gerade keine Lust drauf, das zu machen. Vor allem Puni. So, schnell! Ja, dieses Zeug wird wahrscheinlich sowas sein wie Morphin oder so. Ah! Ah ja, da oben! Okay. Muss ich irgendwie. Warte mal, muss ich ja irgendwie da oben hochspringen? Schaffe ich das? Ich mit Anlauf. Und hepp! Jawoll und so und zack und jetzt nochmal richtig springen. Ja, perfekt. I think I'm in the clear. Guck mal, ist ja richtig Tomb Raider hier. Und hopp und nochmal hopp. Ja, perfekt. Mit meinem letzten Kapitel von die Gefährten. Hast du immerhin noch was vor dir. Aber gefällt's dir? Macht's dir Spaß? Hast du die Bücher vorher eigentlich gelesen? Immer noch Metallscherben. Looks like someone swapped all the Dream Willow in these caches for shards. Ey, jetzt sollen wir zurückgehen. Ja. There's no Dream Willow in these caches. Feel want to know. So, aber negativ. Warte, komm, da gehen wir mal eben den. Ah, da ist er. Vermögen. Dann müssen wir rüberklettern. Unser Gaul ist da ein bisschen zu langsam. Rohes Fleisch. Ich glaube, das brauche ich, um hier mal ein bisschen größere Köcher und alles zu craften. So, zurück auf den Gaul. Wir wollen nicht unsere guten Schnellreiseteile alle ausgeben. Blackwark, welches Spiel meinst du denn von Lord of the Rings? Ich hatte früher mal, welches ich spielen soll, ich hatte früher mal, wie heißt es, Herr der Ringe Online gespielt. Ich muss sagen, also von den Quests her hat es wirklich sehr Spaß gemacht. Was ist das eigentlich für ein Riesenhaus hier? Wollen wir mal kurz gucken, ob wir darin irgendwas finden können? Komm, springen, hopp! Anderle! Na, da hier. Spielen das noch viele Leute, The Road of, Herr der Ringe Online? Quest aktiviert, die Rache der Nora. Wann das schon wieder? Wieso aktiviert der einfach die Quests? Oh. Nur weil ich in dem Gebiet hier bin. Das ist doch ganz im Norden, die Rache der Nora. Was meinst du, wie viele aktive Spieler der Herr der Ringe Online noch hat? Die Bücher vorher nie gesehen und die Filme seitdem auch nie wieder gesehen.
Also ist dann die perfekte Voraussetzung, Schwevi, um die Bücher nochmal zu lesen. Collectors Edition von den Filmen oder Büchern? Weiß nicht, gab es da die Spezialausgabe, wenn von den Büchern, nicht Collectors Edition. Scheint es, als ob es hier in diesem verlassenen Gebäude nichts gibt. Ich finde, dass das von außen so ein bisschen aussah wie eine Bücherei vielleicht. Ist da, was ich meine? Oder vielleicht so wie eine Schule? Es hat halt so eine riesen Front hier. Säulen sogar davor. Ich weiß nicht, für mich... Alter Schwede, pfeift die. So, komm her, du Gaul. Wieder rüber auf die andere Seite. Mal gucken, ob der rü... Na, mach das in einmal. Hey! Jawohl, so klappt das dann auch. Komm, reiten wir jetzt einfach mal durch die Herde durch. Sind nur noch einige Millionen Spieler? Ernsthaft? Das war Wahnsinn. Aber das PvP hat mich sowieso nicht gereizt in Herr der Ringe Online. Dafür fand ich die Quests so spannend. Und die Welt natürlich Wahnsinn. Wir sind streng nur aus unserer Schulbibliothek. Ich glaube, ich habe von Herr der Ringe noch eine alte, richtig alte Ausgabe. Diese grünen Bücher, diese richtig grün gebundene Ausgabe. Nee, gar nicht. Grünen Taschenbücher von Herr der Ringe. Bist du nie mit warm geworden, Alex? Hatte ich denn daran ein bisschen gestört? So. You're back. I've already been to those stashes. All I found was a few shards. That's strange. Who would have taken the dream willow? Vielleicht jemand anderes mit Schmerzen? It's possible that John has gathered more. You could ask him. If you're willing to make the journey. You say someone named John might have some dream willow? Yes. He may be a recluse, but he helps the tribe by picking herbs and brewing medicines. The problem is that he lives west of Mother's Crown, and machines in that region are troublesome. What sort of machines? Scrappers and sawtooths. Ooh, sawtooths. It's quite dangerous. Na, die sind nicht so einfach, die Teile. I'll be on my way. Goodbye. Ja, dann suchen wir den Kollegen mal. Hui, das ist aber ein gutes Stück im Norden. Super. Zum Glück haben wir ja einen Gaul. Die Reise, auf die freue ich mich. Also der Dune, der sammelt scheinbar für den Stamm die ganzen Kräuter. Und ich habe eben noch gedacht, wer sammelt das Zeug für die Leute denn? Da haben wir die Antwort. Gucken wir mal beim Kollegen Dune vorbei. Scheinbar gefährliche Maschinen bei dem in der Nähe. Genau, die grünen Taschenbücher habt ihr auch, Schwevi. Ja, das war super. Dann wahrscheinlich sind das genau die Ausgaben, die es damals so gab. Selbst WoW hat gerade Schwierigkeiten mit seinen echten Millionen. Ja, habe ich auch gehört. Hab mich gewundert, dass, wo ich so ein Bild gesehen habe, von wegen Ironforge sehr leer. Müssen wir hier rum? Komm, da kann ich auch querfeldein hier reiten. Jawohl, guck mal hier, Meisterjäger. Und da wird man auch sogar belohnt mit was blau. Oh, verdammt. Mal ein bisschen weiter. Wie meinst du, pay to play? Tierschädel-Talisman. Ganz, nicht ganz sicher, was ich damit machen soll. Müssen wir mal im Crafting-Gebühr nach, Menü nachgucken, meine ich. So, hoch auf den Berg. Hopp. Oh. Oh, das sind ja wirklich Scrapper. Let's see you catch us. Hoch, hoch, hoch! LOL! Ich weiß nicht, wie steil kann das... Kann der, Kollege hier denn... Oh, verdammt. Ich glaube, das war's hier, oder? Da muss ich hier klettern? Kommen die noch hinterher? Nee, die kommen nicht hinterher. Kann ich hier klettern? Jawohl! Hier kann ich klettern. Ich hoffe, der Gaul kann kurz ohne mich auskommen. Da muss man ernsthaft das erste... Ja, okay, ich sag mal so. Die haben aber, ich sag mal so, an Herr der Ringe Online so lange weitergearbeitet, da
Ist schon, also damals war es ein super Spiel und damals habe ich noch gerne monatlich dafür bezahlt. Aber das wurde damals, glaube ich, noch, ich weiß nicht, Codemasters, Turbine oder so, die haben daran gearbeitet. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde das was anderes verkauft. Ui, aber super. Ich meine, oh gut, der Kollege schreit da gerade und dass wir ihm helfen sollen, aber kann das sein, dass das da oben auf dem Berg, der Berg von der Erprobung sein sollte? Wenn er schon so darum bittet. Lieber Pay-to-Play als Pay-to-Win. Wenn die Spiele wirklich gut sind, spielen die meisten ja... Ja, ist richtig. Dann, da steigen sie dann immer wieder aus, wenn sie so ein richtiges Add-on hatten. Oh, da hat sie ihn jemand wirklich angesperrt. Oder der Speer ist einfach so dahin geflogen. Oh, Mother be praised. I thought I'd never be freed. Ja, gern geschehen. A gang of outcasts, that's what. They burst in, stole my dream willow and left me to die. A gang of outcasts? Wir waren ja selber ausgestoßen. A gang. The door crashed open. I didn't stand a chance. They grabbed my dream willow and left me for dead. Das ist Dream Willow, also die Traumweide, vielleicht auch so ein bisschen drogenähnlich, so die, wisst ihr, morphinmäßig. Why would outcasts steal your dream willow? Why? Because it's the most valuable herb I gather, of course. Miserable thieves. They took nothing else? No. Mark my words. They have struck a deal with outsiders. It's shards they're after, and they'll kill to get it. Okay. Which way did the outcasts Wenn er sich so sicher ist, der Up the mountain, I think. You might catch them if you hurry. Whatever you do, don't let their shabby looks fool you. They'll kill you as soon as look at you. Oh, I need to catch my breath. Yeah, you could stop talking for a start. Oh, ich finde auch gar nicht so viel. Ich meine, gut, der ist halt aufgebracht, the der Mann. Outcasts must have left tracks. My focus should pick. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Okay, das sehe ich hier aber so. Das sehe ich aber nicht so gut hier gerade mit dem Licht. Aber ich meine, gut, das scheint hier einfach den Berg hoch zu gehen. Er hat auch gesagt, den Berg hoch. Wenn man bedenkt, dass Star Wars Galaxies damals jahrelang Abo gezahlt habe. Am längsten habe ich für WoW. Nee, für WoW und Herr der Ringe Online habe ich, glaube ich, zeitgleich etwa bezahlt. Ah, das ist ja wirklich ein Sawtooth. Oh, das wird schon. Warte mal, sind das jetzt die Outcasts? Ja, da müssen wir dann natürlich helfen. Okay, warten wir mal. Der Säbelzahn da auf einmal. Nee, Sägezahn heißen die ja. Ich versuche nämlich den Kanister von denen zu treffen. Ja, 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 genau den. Ah, verdammt. Ich glaube, ich krieg den so. Ja! Habe ich ihn getroffen? This is where it ends. Wenn er gleich explodiert. Jawohl, wir haben ihn getroffen. Boah, bin ich ein Meisterschütze. Lol, nein, verdammt, der ist direkt da drüber gesprungen. Ja. Lol, was? Okay, jetzt springt er zum anderen. Oh nein. Oh Gott. Ich bin fast tot. What? Alter Schwede. Hauptsache die Kollegen sagen die ganze Zeit nur, bring's um. Helfen die mir eigentlich, oder? Verdammt. Jawohl, den haben wir erledigt. Alter Schwede, der hat uns fast gekriegt da. Wahnsinn. Here they come. Ich meine, da ist hier nur noch ein einziger Watcher, glaube ich, über. Und den kriegen sie jetzt auch nicht hin. LOL! LOL, hat da gerade einer umgeknallt? Da guckt ja mal in unsere Richtung.
war ja klar. Jawohl! Your work's done now. Also diese Finisher haben sich schon gelohnt. Nee. So. Das sind also die Ausgestoßenen, ne? Wir waren ja selber Ausgestoßene. Aber wenn die den Jun wirklich das gute Zeugs klauen, mal gucken, was er zu sagen hat. You have our thanks, if the gratitude of outcasts means anything to you. It does. You not only save us, but speak to us. The matriarchs cast me out at birth. The laws of the Nora don't mean much to me. You're that girl whose mother never claimed her. But an outcast no longer. No. A seeker, in fact. Looking for Dream Willow. That could be a problem. Okay, warum wurde die ausgestoßen? Das ist natürlich... Und wieso ist das auf einmal ein Problem? Haben sie das etwa alle schon benutzt, oder? Ich meine, er hat das nur angenommen, dass es problematisch sein könnte. Ihr Sprungangriff, die Beine, ich glaube, die ist dann im Sprung sich vielleicht eventuell noch ein bisschen unsicher, Blackwag. Genauso sieht's aus, Alex. Kai Rosenkranz war mal hier. Das war spannend, als wir Gothic 3 damals gespielt haben. Ein Lifetime-Abo hätte ich 10-mal wieder reingehabt, wenn es eins gegeben hätte. Für Herr der Ringe Online gab's ein Lifetime-Abo. So. Why did you take the Dream Willow? Because we have wounded. Why else would we take it? Something terrible has happened to the tribe. The Braves offer no protection. The machines are angry, and bandits infest the sacred land and prey upon us. Why else would outcasts break custom and band together, but that we have no choice? Even so, we did not steal. We left shards in the stashes and tried to pay Jun. But of course he would not speak to us. Ich meine, gut, das hilft jetzt niemanden, wenn du da einfach diese Metallplättchen hintust, wenn du die Medizin stiehlst, weißt du, was ich meine? Dann ist so nach dem Motto, stellt euch mal vor, ihr habt eine Allergie und anstatt den Epinephrin-Stift legt er da so einen 10-Euro-Schein rein und so eine Notiz, sorry, ich meine, wenn man die dann braucht, weißt du, warum wurde die ausgestoßen? What crimes did you and the others commit? I beat a man who stole my kill. It was my wrong. The others stole, broke custom, or trespassed among the bones of the metal world. Ja. No murderers here. Krass, für was man ausgestoßen wird. Auch niedere Verbrechen, also niedere, sehr gut, kleinere Verbrechen eigentlich. Gerade Fritz Cola Karamell. Alter, was ist denn das für ein Geschmack? Fritz Cola Karamell Kaffee. Alter, schön. Ja, aber bleib mal wach, Alter. Bleib mal wach, das tue ich mir. John said you roughed him up. He was too busy cringing to know what happened. The man's a coward. We made sure not to hurt him, not that he seemed to notice. Der noch mal rausgekommen wäre. There are others who need Dream Willow. You can't have all of it. You asking or demanding? Talking. One person to another. I see. Perhaps we have more than we need. After everything that happened, we were afraid. We took all we could find. Here. I'll keep a portion, but the rest... May it find its way to those who need it. I'll see that it does. In the meantime, stay safe and stick together. Naja, da war wenigstens etwas bekommen. Wenigstens ist er zum Ende hin ein bisschen einsichtig geworden. Ja, dass es auch andere Leute brauchen. Da wird er dann vielleicht ein bisschen klischeehafter ausgestoßen. Ich sehe es, Max, als mein Kommentar gelesen wurde. Welche? Ich glaube nicht, ich habe welchen besonderen... da sind wir hier ein bisschen weiter oben. So, hier mal schön runterfloppen. So sind wir doch da. Ja, richtig. In Gothic 3 gab es sogar einen richtig großen Raid von dem Kai Rosenkranz. Oh, jetzt sind wir hier oben, überall vom Pass. Hoffentlich fallen wir da nicht runter und brechen uns den Hals. Wisst ihr was? Ich spring hier. Das wird schon schief gehen. Ja! So, perfekt! Was hatten wir denn gerade für einen HP-Balken da angezeigt? Bin mal gespannt, ob der Jun sich freut. Boah, wir haben nur einen Teil wiederbekommen. Der wird bestimmt meckern. Here's the Dream Willow. Take it to Fia in Mother's Rise. There are wounded braves there who need it badly. Naja, ich will ja selber eigentlich wieder hingehen. But what became of the outcasts? Did those wretches pay for their crimes?
ganging up together, speaking to each other and to us. I hope you showed them no mercy. Lol. You don't know who I am, do you? Should I? I was raised as an outcast in the mountains above Mother's Heart. The motherless girl. If I'd known, I never would have spoken to you. Hm, sieh mal in den Spiegel, June. Soll ich dir deine Schranken weisen? Eine Ausgestoßene hat dir geholfen, weißt du noch? Ich meine ernsthaft, dass das so tief in ihm drin sitzt. Das finde ich interessant. Die Kaja sagen immer, ah ja, ganz genau, ihr Nora habt ja Ausgestoßene. Ziemlich heftig. Ja, es ist schon wahnsinnig, ne? Ich meine, wie der gesagt hat, ah, die haben miteinander gesprochen. Hoffentlich hast du es denen gezeigt. Mach mal den mal. And yet it's this motherless girl who freed you and recovered your dream willow for the tribe. Maybe if you judged people less, you wouldn't be so lonely. I have no need of others. Then congratulations, Jun. You've managed to shun yourself. I'm done here. Make sure that Fia gets that dream willow, or I'll be back. Baba boom. Ja, nee, aber ernsthaft, bei dem gucke ich nicht mehr vorbei hier auf dem Berg. Bemerkenswerte Belohnung. Abriss. Bin nicht ganz sicher, was das Abriss bringen soll, aber die Metallscherben nehme ich gerne mit. Ist ja scheinbar die Währung hier. Oh, warte mal. Ich kann da scheinbar runterspringen. Gucken wir doch mal. Sag mal, greifen die da gerade meinen Gaul an oder so? Okay. Ein bisschen dramatisch, aber geh. Töte ihn. Nein, ich werde ihn jetzt sicherlich nicht töten. Ui, hier kann ich hochspringen. Stopf ihn seine Fratze mit Kräuter voll. Ich glaube, Blackwag und Alex, dadurch, dass wir ihn jetzt, sagen wir, wirklich sich selbst überlassen, absolut in der Einsamkeit, das soll seine Strafe für immer sein. Wie Aloy das gesagt hat. Jetzt ist er richtig isoliert. Jawoll! Können wir hier richtig hier einen kleinen Ausflug mal machen. Was für einen Haken hat die eigentlich, um sich da... Töten ist viel zu gnädig, sagt Shinlu auch. Und weiter runter. Und da haben die Entwickler aber Spaß gehabt, dass die... Jawoll, wunderschön abgerollt. So, mal gucken. Kommt der jetzt ernsthaft von oben? Kommt er den ganzen Weg? Weil da war noch eine andere Quest bei der 4. Muss ich ihn auch noch vorbei? Hör mal an, du! Lass dich auf mich warten hier. Gut, der. Oh lol, die anderen verfolgen. Das war für einen Moment, dachte ich, dass die anderen den verfolgen. Schießen auf mich. Los, reite! Geschwind, geschwind! Oh, Alter. Jetzt geht's aber los hier. Damit er ausgestoßen wird, das wäre die Strafe für ihn. Ihn zum Ausgestoßenen machen. Oh, das wäre vielleicht wirklich mal eine interessante... Das wäre eigentlich mal eine interessante Strafe für ihn. Dass er selber mal erleben muss, wie es denn ist, so behandelt zu werden. Prinzipiell, dass ihn das widerfährt, was er anderen tut. Oh. Schaffe ich das? Naja. Muss ich erstmal rüberspringen. Wie weit habe ich es denn noch? Kommt der da hoch? Jawoll! Ja, so kann man es scheinbar machen. So, jetzt aber. Weiter geht das hier. Häng ich scheinbar fest. Verdammt nochmal, was ist das? Ah, das ist hier, wo der Überfall war. Ich denke gerade schon die ganze Zeit, wo bin ich hier? So, hier bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, oder? Merkst du bei, wie bei Elder Scrolls 5, also Skyrim glitchen. Sieht's aus. Ich erhoffe mir, dass der Gauli eigentlich so, naja, so sch... Was? Was ist denn da gerade explodiert? Was war denn das? Potzblitz. Naja, erstmal speichern. Naja, der Gaul scheint sich ein bisschen mehr an die Regeln der Gravitation zu halten. Und der Verzweifler versucht, sie wieder loszubekommen und damit den Gedanken spielt, sich schnappen zu lassen. Ha! Ist das ein Inside-Joke in 2? Wo ist denn die Dame jetzt hin? Wo ist denn der Krieger? Ich dachte, dass ich eventuell sehen könnte, ob der Typ den...
die Traumweite schon vorbeigebracht hat, aber wahrscheinlich ist das ein bisschen zu früh. So, hier ist aber noch jemand. Gucken wir mal, was Jan will. You're Aloy, aren't you? They say you've been made a seeker with rite of passage from the sacred land. Guck mal, der Audred. Yes. To track the killers who attacked the proving. I can't imagine leaving all mother's protection. But my sister Nicola is like you. Fearless. She went north to find a Karja officer called Zaid, one of the captains of the Red Raids. Ah. He's dangerous. I'm really worried about her. Von den roten Raubzügen haben wir ja erzählt bekommen. Das war das, wo die Leute, Leute zum Opfern geschohlen haben, nicht wahr? Etwas verzweifelt, da müsst ihr mir ein bisschen mehr zu erzählen, was da vorgefallen ist. Hat der Alex versucht, jemanden zu jagen? Nakor, vielleicht wurde ja jemand aus ihrer Familie entführt, den sie dann, für den sie Rache sucht, oder nicht? Did the Matriarchs give Nicola permission to leave? No. They refused her. But nothing could stop her from going after Zaid. He murdered our father during the Red Raids. Nicola saw it happen. Hid in the cellar and forced herself to watch. It changed her. Kann ich mir schon vorstellen, ne? Das anzusehen, wie der Vater ermordet wird. Was versteckst du dich so, Black Vark, hinter denen gestrüpp mit den Füpsen? You could have gone with her. Leave the sacred land and be purged from all mother's eternal memory? No. I begged Nicola to stay so she could avoid that fate. She said she didn't care. I don't know. Will she really be cursed for avenging our father? It seems cruel. Naja. Vielleicht andererseits will der Stamm dann einfach nur die Leute, sie davon abhalten. Ich meine, wenn jeder hier anfängt, persönliche Rache zu nehmen dafür. Jeder hat jemanden, da nehme ich mal im Krieg verloren. Ich meine, gut, gerade unter den Umständen ist war besonders heftig, ne? I'll keep an eye out for her. Oh, Mother, bless you. Wo haben wir sie denn? I know the Matriarchs won't let her return to the sacred land, but I just need to know that she's all right. She must have passed through Mother's Crown. My Aunt Salai lives there. They might have spoken. Maybe she can tell you more. Die Rache einer Tochter. Na, ich meine, prinzipiell sind wir ja alle, um ein bisschen Rache zu nehmen, nicht wahr? Das will der General, die Generälin da oben ja genauso. Okay, da sind wir jetzt also unterwegs wieder in Richtung Norden. Wo wir sowieso hin müssen, auch für die Hauptquest. Was check ich nie, Black Vark? Ich stehe auf dem Schlauch, hilf mir mal. Versuchst du mir was zu sagen mit deinen, mit den Emotes? Ich glaube, ich sollte vor allem aufhören, das Emotes zu bezeichnen, weil es ist einfach nur Emotes, oder? Ja, war so wie die geile Zustand zum Kampf und Schiff. Positive ist, dass die, das Gebiet hier ist natürlich ein kleineres Untergebiet. Wenn man das jetzt, glaube ich, mit Gothic 3 vergleichen würde, dann würde ich sagen, dass wir so im etwa, ja, das ist noch ein Graser. Oh. Ernsthaft? Das kann ich darüber mehr lernen und da kann ich die eventuell überschreiben? Werde ich ihn später mal lernen. Warte, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Ich denke, das sind so etwa die Maßstäbe, als wäre man, sagen wir, in Gothic 3 in Myrtana. Na, gucken wir mal, wie lange sie uns verfolgen. Jawohl, hör mal. Das ist eine Animation. Eindeutig der Unterschied zwischen Fuchs und Fuchs. Ach so, meinst du das? Hier hatten wir, glaube ich, auch noch zwei Leute, die... Oder nicht? Vielleicht, weil wir gerade diese eine Quest haben, ist das nicht mehr aktiv, diese Nebenquest. Ich dachte, hier waren noch andere Leute mit einer Nebenquest, oder nicht? Ich meine, die zwei hier, die sehen so aus, als hätten die eine Quest für uns. Ah, guck mal!
Da sind Leute hier richtig am Üben. Das ist gut. So, reden wir mit Solai, der Tante. Vielleicht weiß die, wo die Tochter hin ist. Are you Solai? Jan said your niece may have come through here, Nakoa. I've got nothing to say about that. Please, I only want to help. I'm a seeker headed north. Jan wanted me to help find her. Anything you tell me stays between us. I gave her supplies for the journey. She was headed for Day Tower, looking for Zaid. Nothing I could say would stop her. Tagturm. Ich halte die Augen nach noch Zaid. Genau, fragen wir mal, ob sie mehr über weiß, Zaid weiß. Wirst du bei Theb eine neue Rüstung kaufen? Da müsste ich ja ganz weit zurück mit dem, für den Theb laufen, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal zurückgehe mit dem. Ich habe ja von ihm immerhin eine Rüstung schon bekommen, nicht wahr? Die tragen wir ja gerade. He's a rabid animal, a murderer. The worst of the Red Raiders. Killed my brother while poor Nakoa watched from the shadows. Even as I begged her not to go, part of me wanted her to. I need him dead as much as she does. You can't imagine what it's like. He mutilated my brother. And yet he walks free among the Karja. I understand. Better than you think. Is there anything you can tell me about Day Tower? It's a Karja fort, right at the border. Bastards used to gather Nora captives there, so they could ship them to Meridian for slaughter. I told Nakoa not to go. What's a lone Nora gonna do there? But she wouldn't listen. All she can think about is finding Zaid. Ist er wahrscheinlich am Ende von diesem Gebiet, oder nicht? Werden wir wahrscheinlich gleich auf der Karte sehen. I'm not sure you can reach it. I've heard they closed the gates because of this. Ah, da haben wir's. Corruption among the machines. But Maria might know more. Just don't mention why you're asking. I won't. I promise. Naja, mit Maria haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Und genau, die hatte gesagt, dass wir das Verderben hier auf... Ja, wirklich, das ist ziemlich weit weg. Dass wir das Verderben klären müssen und dann erst weiter können. Ne? Theb ist auch dort, wo die Erprobung beginnt. Hör mal, ich glaube, Theb ist hier unten an Mother's Watch. Da haben wir ihn zuletzt gesehen. Da müssten wir ein gutes Stück reiten, du. Wir sind hier oben. Ich glaube, den besuchen wir das nächste Mal, Blackwag. Ganz genau, Shinlo. Die hatte was im Gesicht. Irgendwas Blaues, ne? Jagdunglück. Jagdglück, sammle 4 Eber heute. Ja, genau. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wisst ihr was? Gehen wir mal hier zur ersten verdorbenen Zone. Und dann gehen wir mal hier, ich würde sagen, in die Richtung. Suchen nach den Ring. Eberhäuten. Und bewegen uns dann hier in Richtung Norden. Und machen die Rache der Nora. Helfen dem General Sona und ihrem Sohn Varl bei der Jagd auf die verbleibenden Kultisten. Die müssten dann irgendwo hier sein. Das ist dann der Metallring oder so, den die angesprochen hatten. So. Bekomme ich Lust auf Elex, wenn ich das hier sehe? Ich meine, ist ja nicht. Versteckte Botschaft. Richtig kryptisch in einem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben. Vielleicht ist das auch wirklich einfach nur ein Ausrutscher. Schlägst du dich ein bisschen schlafen, Blackwag? Bist du müde? Die kommt vor allem aus nichts, ne? Okay. Ja, markieren wir erstmal hier das Verderbnis. Aber ich hätte wetten können, dass hier noch zwei Kollegen gab, die Quests hatten für mich. Scheinbar doch nicht. Wo ist das nächste Lagerfeuer? Ah, direkt da vorne. Schöner Sonnenuntergang. Ist schon ein schönes Lager. Ist auch vor allem groß. Nicht so annähernd so groß wie, ach, wie hieß das nochmal, das Gebiet? Ich glaube, Mutters Herz. Mother's Heart. Dann gehen wir mal hier hin zum ersten Verderbnis. Gucken uns das an. Werden das dann beseitigen. Wir müssen ja, wie gesagt, glaube ich, 3 von diesen Verderbnissen beseitigen. Ah, da haben wir es ja auch. Tagturm, Daytower, Jägersiedlung. 3 von diesen Verderbnissen bereinigen, damit die Tore wieder aufmachen. Da sieht man es aber auch schon. Die haben alle so ein bisschen was rote Grütze an sich, ne? Oder eventuell, die haben was haben die gesagt? Feuer oder so hilft da.
Wollen wir mal gucken, ob wir die Aggro kriegen. Those machines. You can see the corruption coming off them like smoke. Time to clear them out. Um meine Verdorbenen zu räumen, musst du alle verdorbenen Maschinen im Gebiet ausschalten. Wird dann jetzt so eine permanent geräumt, verschwindet sie von der Karte. Oh, das ist gut. So. Oh. Wird das Teil gleich einfach so. Aber wisst ihr was? Ich mach da mit dem Feuerpfeil. Oh, verdammt! Oh, da sind sie aber alle aggro. Flames burn stronger than usual. Puff. The flames, they're burning it. Was zur Hölle? Was zur Hölle war das gerade? Oh, alter Schwede, werden die explodieren. Was ist denn das für eine... War es das? Ja. Eine verdorbene Zone geräumt. Alter Schwede, war das Explosion. Und die hat ja selber noch gesagt, dass das heftiger wird als sonst. Seems almost to eat away at metal. Maybe that's what drives the machines mad. Might find a way to use it someday. Na. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann herausfinden, woher dieses Verderbnis dann kommt, ne? Shino, du schaust den Stream doch nur wegen meinen Trivia-Infos. Ich meine, mindestens, ne? Ich glaube, das ist 90% Trivia-Infos vom Alex und 10% Gameplay, 9% Gameplay, 1% Max, glaube ich. Das müsste doch etwa hinkommen. Guck mal, da haben wir fahrende Händler. Wo sind die denn hin? Ah, da sind sie. Oh, was zur Hölle? Was sind das denn? Banditen. Ah, das sind Banditen. Hauptsache, die haben mich noch nicht gesehen. Das sind Banditen. Ah, scaring myself. Bin mal gespannt, ob die jetzt weiterlaufen. Jawohl, die laufen weiter. Das heißt, den können wir mit dem stillen Start, Schlagplatt machen. Sache, die zwei anderen laufen einfach weiter. Denkt dran, mit den Leuten niemals auf den Roadtrip gehen. Die lassen, die hauen einfach ab, wenn ihr... wenn ihr mal stehen bleibt, so. Pfeil ziehen und... Nein! Oh! Ich werd verrückt. Kriegst einfach den Speer ab. Wie der Bogen nicht will. War doch nicht lebenswert ohne... Ich glaube auch, da hat er endlich jemanden gefunden bei dir. Nein, ich will nicht zum Tagturm gehen. Ich werde erstmal den... Achso, den muss ich ja vielleicht mal aktiv schalten. Ach, Jagdglück, das ist einfach nur ein Auftrag. Ja komm, machen wir das dann. Sind wir eh auf dem Weg. So, wo haben wir den Gaul? Hey, warte mal, wo ist mein Pferd hin? Wieso ist mein Pferd jetzt weg? Was soll das denn? Kann ich hier eventuell... War das hier ein ist das hier ein Läufergebiet? Kann ich hier einen neuen Läufer suchen? Leeren Ziel, noch Blackwagen, ich weiß doch. Oh ne, das sind Graser. Ich glaube, Graser kann ich nicht... Oder? Ne, Graser kann ich noch nicht überzeugen. Ich brauche irgendwo einen Läufer. Sind das Läufer? Das ist doch ein Läufer. LOL, was? Was zur Hölle? Das passiert ja einfach random Sachen manchmal. Aber ich meine, gut. Da sieht man wenigstens hier, was in der Welt passiert. Gern geschehen. Oh, da kommen noch mehr. Und die sind auch immer noch aggro auf euch. Nee, das sind doch gerade Läufer. Oh, das gibt's. Das gibt Kopfschmerzen am nächsten Tag.
Lol, da hat er noch uns mal richtig Hufe draufgehauen. Ja, gern geschehen. Belohnung wäre auch nett. Man kann mich auf verschiedene Weisen belohnen. Am liebsten mit Metallscherben. Und er zieht da einfach weiter. Naja, undankbar ein bisschen. Andererseits, was heißt undankbar? Ich meine, er hat uns gedankt, insofern will ich mal nicht meckern. Ne? Wäre übrigens circa 50 Mal gewesen. Da tut mir leid, Shinu, dass wir da nicht mitgemacht haben. Ich dachte, das war eine rhetorische Frage. Für was ist denn die Schafswurst? Blackwark. Schafswurst. Achso, das ist meine Belohnung eventuell. So, warte, da holen wir uns jetzt gerade mal einen neuen Gaul. Kann ich mich hier auch... Kann ich hier sneaken? In dem Gras? Ist das hoch genug? Hm, offensichtlich nicht, ne? Ich überlege mal gerade, ob ich den ablenken kann, den vordersten. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die dann alle... Aber warte mal. Das hier sieht hoch genug aus. Jawollo. So. Oh, natürlich habe ich alle drei angelockt. So. Überbrücken! Go! Wenn du mir nicht sagst, wie dick das bei mir ist, dann wenn du das so falten musst, dann ist gleich, liegt es auf mich. Ha! Weg hier, weg hier, weg hier! Oh, da sind sie. Du hast Sam auf Discord umgebracht. Nein! Oh, Wildtier schon wieder getötet, einfach. Habe ich jetzt die anderen Viecher zurück zu diesen Jägern geführt? Einfach nicht zurückschauen, einfach nicht zurückschauen. Wird schon gut gehen bei den Leuten. Oh, da kommt dann auch der Wächter. Wo soll ich denn suchen? Ach so, die haben ja hier gesagt, dass der suche das Gebiet. Wahrscheinlich muss ich hier ein paar Viecher killen, nehme ich mal an. Eventuell sogar den Wächter da umhauen. Mal sehen, ob er ankommt. Solange du meinen Gaul in Ruhe lässt. So, warte, vielleicht hatte der das dabei. Wächterlinse. Nein, das war nix. Ich bin doch im richtigen Gebiet, oder? Vielleicht hat ein Graser ja das Zeug. So, mal gucken. Was hat der dabei? Das sah blau aus. Das war aber nicht blau. Müssen wir ein paar von den Grasern eventuell töten. Oder warte mal, vielleicht können wir das hier mit der Linse sehen. Mit der Linse, mit unserem, mit dem Fokus heißt es ja. For later. Wer googelt sowas schon und verliert sich den Spaß. Nicht wahr? Ego Blan, was ist denn das? Warte mal, ist da eine Spur? Oh, da stand ich dann direkt davor. This was tame and a boar. Wo sind die lang gegangen? In welche Richtung? Ah! Hier ist doch das Wildschwein! I wonder what killed it. Froth around the mouth. Something it ate? Verlorener Ring. Something caught in its throat. Oh, immerhin. That would be Tame's ring. Ja, da haben wir den Ring von dem Kollegen wiedergefunden. Vielleicht wird das ja vergiftet am Ende, das Wildschwein. Würde ich aber nicht mehr essen wollen. So, hier haben wir dann ein Lagerfeuer und da sollen wir noch 6 Eber heute holen. Ja, und dann gehen wir hier in Richtung Norden. Zu General Sona. Oder Soma, nicht wahr? Ich sehe schon, ihr wollt am Ende, dass ich das Papier mal live falte, um zu sehen, wie häufig ich das falten kann, nicht wahr?
Ich glaube, da links von mir ist ein Säbelzahn. Ja. Kann ich jetzt sogar perfekt treffen. Hey, warte mal. Wollt ihr die Spur markieren? Komm, wir gehen Säbelzahn jagen. Oh. Habe ich den getroffen? An dem Panzer? An dem Kanister? Ja, oder? Ah! Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir das schaffen, den auszutricksen. Und da war keine Pfeile mehr für den Bogen. Oh, der geht mir gleich aber auch aus. Der ist schon was Großes. Oh. Da wird morgen Kopfschmerzen geben. Ich mach mal wieder ein paar Feuerpfeile. Das kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit einfach nur mit Feuerpfeilen unterwegs bin. Treffe ich den noch am Rücken? Bringt das was, wenn ich ihn am Rücken treffe? Jetzt. Ja, komm, brenn! Brenn schon! Jawohl! Wie schön, wenn du das nicht beeindruckt. Ich probiere es gleich mal. Ich werde es gleich mal probieren. Immerhin, Sägezahnherz. Sollten wir gar nicht platt machen eigentlich, das Vieh hier. Aber, das sind ganz andere Pfeile für das, für diesen anderen Bogen, merke ich gerade. Der Vorteil ist, dass wir jetzt ein paar mehr Gegenstände haben. So, Wildschweine müssen wir jetzt sagen. Ich glaube, 4 Eberhäute sollten wir holen. Bin ich mal gespannt, ob das hier so klassisch ist, rollenspielmäßig oder online-rollenspielmäßig, wo die nicht alle was dabei haben. Nee, Eberhäute scheinen die alle dabei zu haben. Ja, mein Glück. Was haben wir hier? Ah, da hinten haben wir noch einen. Ist schon gut, dass wir hier ein bisschen unseren Fokus haben. So, noch einer. Bin mal gespannt, was im Wald auf uns wartet. Das sind auf jeden Fall Maschinen. Oh, das sind aber viele Eber. Warte mal, brauchte ich nicht auch Eber, um irgendwas zu craften? Das ist ja super, dann kann ich das alles zusammensuchen. Oh, jetzt haben sie von der Lunte Wind gekriegt. Sie haben es raus, dass ich hier bin. Okay, warte mal, wo war das eine Viech? Hier. Scheint so. Ui, guck mal, der gute alte Ragdoll. Nee, ernsthaft? Cyberpunk 2077 verliert einen Creative Director? Da kommt die ganze Zeit dieser Ton. Ich brauche das gar nicht mehr für die Quest, glaube ich. Zu Blizzard? Das ist doch Wahnsinn. So. Schalten wir jetzt aber wirklich mal hier die Rache der Nora aktiv, bevor wir zurückkehren. Die Rache der Tochter, altes Waffenlager, Jagdglück. Brutstätte Sigma. Ah ja, ganz genau. Das machen wir ja auch. Das machen wir auf dem Weg zurück, glaube ich. So. Ich glaube, dann gehen wir hier einmal dann durch, suchen uns hier dann den Gaul. Eventuell machen wir den Wächter dann weg. Und übrigens, an herzlichen Glückwunsch an den guten Alex. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du heute Mittag im Laufe des Tages noch viel Glück hast und schön feierst. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Hoch, hoch, hoch. So. Habe ich jetzt verewigt, Alter. Glückwunsch! Alles Gute zum Geburtstag. Wünsch dir was? Ich wünsch dir jetzt eine Torte oder eine Kerze. Ich hab aber nichts für dich. Tut mir leid. Das Einzige, was ich für dich habe, ist das Geschenk. Ich wollte gerade The Gift of Song sagen, aber wenn ich jetzt wirklich anfange zu singen, ich glaube, dann schaltet wirklich jeder ab. Insofern mache ich dir, glaube ich, lieber das Geschenk und wünsche dir nochmal alles Gute und verschone dich.
von meinen Singen. Ich weiß nämlich nicht, ob das, ob du dir das wünschen würdest. Ist auch nicht, wie man singen sollte. Wie schön, dass du geboren bist. So gut. Guck mal hier mal den Gaul. Der braucht bestimmt einen Moment. Der Stream ist Geschenk genug. Oh, das ist aber süß von dir. So, wie fühlt man sich jetzt? Ein Jahr... Was zur Hölle? Was zur Hölle passiert denn da? Hat er einfach mein Viech angegriffen? Der Läufer hier. Und unser Läufer hat sich gar nicht mal gewehrt. Kann das sein, dass der... Come on, come on! Alter, der hat ja sogar die Lore kaputt gemacht. Jetzt blitzt unser Viecher. Ah, der Priest. Das ist aber fies von dir. Ah, was ist das für ein Viech? Alter Schwede, was ist denn das? Panzerwanderer. Okay, da sind aber zwei davon. Was meint, da kriegen wir das Viech platt? Sag mal so, gehen wir jetzt lieber in der Nacht zum General. Ich werde lieber ein bisschen was leveln, ehe ich solche Riesenmaschinen angreife. Ich finde Maschinen, die einen direkt selber nicht angreifen und die automatisch aggro sind, muss man auch gar nicht mal sofort angreifen. Okay, dann werde ich hier jetzt mal das Wasser überqueren. Schon wieder so ein Sägezahn. Wird mal versuchen, dass ich, ob ich den loswerde. Wo mache ich das am besten? Weil ich will ihn jetzt nicht gerade in das Lager da reinziehen. Was ist das hier? Oh, verdammt. Was zur Hölle? Das ist ja noch größere... Verdorbene Zone vor allem. Das ist ein Riesen. Das sieht aus wie ein Käfer eigentlich. Verdorbener Feuerbrüllrücken. Ich glaube, mit denen legen wir uns später an. Scheint jetzt aber auch so, als ob der Sägezahn jetzt weg ist. Ach so, meinst du das? Wie soll ich die denn geben eigentlich? Muss mal gucken, ob ich die wirklich kostenlos einfach so rausgeben kann. Das wäre mir jetzt auf jeden Fall wert. Ich werde das nachher mal begutachten. Ach so. Oh verdammt, da kommt er schon wieder an. Oh oh. Jawohl, da können wir wenigstens einen kritischen Treffer landen. Können wir noch einen kritischen Treffer landen? Oh. Oh verdammt. Falsche Taste. Wenn ich den jetzt bloß unten am Bauch treffen könnte. Aber so viel Glück habe ich gerade nicht. Oh, verdammt, jetzt kommen die Wächter auch noch an. Ah, der rennt weg, der rennt weg. Kümmere ich mich gerade mal um die Viecher. Shit. Dahin, der Wächter ist down. So, der wird sich ja wohl nicht regenerieren, oder? Kommt der jetzt an oder nicht? Ja, da kommt er. Thought I found this. Kommt vor allem auch der Kleine an. Ah!
weiß nicht, ob das eventuell an der Zone besonders was bringt. Da sollte doch langsam mal richtig schön in Flammen aufgehen. Jawohl!